So, hallo und herzlich willkommen, und wir machen wieder ein Dankeschön-Video, schon wieder und sogar ein doppeltes. Und ja, damit fange ich auch gleich an. Und zwar in umgekehrter Reihenfolge ist bei mir eingetroffen gestern und heute erstmal dieses Ding hier. Also heute. Und das ist ein True Utility, wie heißt das, Smart Knife. Und der verirrte Schenker meint, das wäre so ein sehr toller EDC-Knife zum wirklich ständig dabei haben, zum vielleicht einen Schlüsselbund machen oder in die EDC-Dose stopfen. Und da gebe ich ihm recht. Da bin ich wirklich sehr begeistert von diesem Ding. Das ist wirklich ein ganz, 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 ganz schönes, tolles Messer hier im Skelett-Look auf der einen Seite, auf der anderen Seite etwas schwarz. Und das Schöne ist, das hat sogar noch ein paar kleine Special Features, mal abgesehen davon, dass es sich um ein Messer handelt. Das kann man hier auf der Rückseite, kann man auf der Vorderseite genauso gut sehen. Einmal hier so ein, steht da dabei, wie das heißt, Bolz. Ein Bolzschrauber, und inzwischen hat man mich ja auch aufgeklärt, was ich damit genau bearbeiten soll, nämlich wohl so Sechskantteile, ne? So heißen die auch Torx? Ich glaube, die heißen auch Torx. Kann das sein? Werkzeug. Na, da bin ich jetzt nicht so, ne? Also ich bin froh, wenn ich irgendwas an die Decke gehängt kriege nach stundenlanger Arbeit. Zum Beispiel einen Boxsack. Das hat lange gedauert. Aber der hängt. Jetzt hängt er. Und da wird er so schnell auch nicht mehr abgehen. Na, wie dem auch sei, jedenfalls, das kann man damit rumschraubseln. Hm? Dann kann man damit hier schraubseln. Das ist ein schlicknormaler Schlitzschraubendreher, der bestimmt auch gut funktioniert, wenn man dann schön langen Hebel hat, um da entsprechend Druck auszuüben bei Bedarf. Ist gleichzeitig auch wohl der Flipper für die Klinge, was aktuell allerdings nicht geht. Ja, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, klappt es irgendwann auch besser. Lololololololo, verhaftet mich, schnell verhaftet mich. Flaschenöffner? Persönlich, ich brauche den ja, weil ich als Nicht-Biertrinker, wenn ich dann mal in die Gelegenheit komme, eine Flasche öffnen zu müssen, tatsächlich einen Flaschenöffner meistens dafür brauche, es sei denn, ich finde eine schöne Kante, an der man das dann machen kann. Aber irgendwie mit dem Feuerzeug kriege ich nicht hin, mit einem normalen Messer, gänzlich ohne irgendwelche solchen Special Features, hat es einmal geklappt, aber auch oft schon nicht. Und ich habe dann immer Angst, dass ich was kaputt mache, und scheiß drauf, ich nehme jetzt gerne einen Flaschenöffner. So, nur dass was mal geklärt ist. Hier ist noch so ein Seilschneider bzw. Gurtschneider. Das finde ich bei so einem kleinen Messer, was man ja wirklich sich einfach mal schnell an den Gürtel, an die Hose hängen kann oder sich auch gerne mal ins Auto legen kann, sehr hilfreich, weil ja gerade eben für irgendwelche Gurtschneideaktionen dann im Auto so ein Gurtschneider ganz praktisch sein kann. Und Verarbeitung macht einen sehr guten Eindruck. Ne? Könnt ihr euch gerne von überzeugen, ob ihr da irgendwas entdeckt, was nicht passt. Das liegt da gut drin, das Messer. Die Backen schließen gut, das macht alles auch einen gut verschraubten Eindruck. Man kann es im Zweifelsfall selber noch ein bisschen fester schrauben, wenn man es fester haben möchte. Man könnte auch ein bisschen lockerer schrauben, theoretisch, für wen das ein interessanter Gedanke ist. Und ja, hier hinten noch ein schöner Karabiner. Habe ich irgendeine Funktion vergessen? Ein Lineal ist noch drauf und ein rechter Winkel. Für Leute, die nicht wissen, was 90 Grad sind. Ja, nee, also kann man ja vielleicht doch mal ganz gut gebrauchen, wenn man da einfach mal was hat, wo das noch dann steht. Wer weiß, wozu das gut sein kann. Ja, aber sonst muss ich sagen, das gefällt mir eben gut. Und wahrscheinlich mache ich da schon ein richtig leichtgängiges Einhandmesser draus und schmier mir nachher noch ein bisschen Öl rein. Ja, und Klingenlänge stand, glaube ich, sogar dabei. Moment, gucken wir hier mal nochmal nach. 5,5 cm Locking Knife Blade. Klingt tödlich. Bottle Opener and Screwdriver. Multi-Size Spanners. Spanner, ja, müsste man so aussprechen. 4 bis 12 mm Bolz. Ich vermute mal, dass Bolz jetzt eben die von mir nicht näher zu bezeichnenden Schrauben darstellen. Belt Cutter. Measure.
Beltcutter ist dieses Ding hier. Und das andere Teil, das korrekt auszusprechen, ich mich jetzt nicht traue, das nennt sich Lineal. Quick Release Clip. Was ist ein... Ach so, der Quick Release Clip ist hier hinten. Das Ding. Ne? Und One-Handed Opening. Ne? Also hier ganz böse. Ganz großer Terrorist man ist, wenn man sowas dabei hat. Ne? Also, die Sache mit den Einhandmessern. Je länger ich drüber nachdenke, desto weniger kapiere ich, wozu das gut sein soll. Das mit der 12 cm Klingenlänge, das kann ja vielleicht... Nicht, dass ein 12 cm Klingenlängenmesser nicht auch tödlich wäre, aber... Na, man kann es zumindest noch so ein kleines bisschen verstehen. Aber die Sache mit den Einhandmessern... Wenn man doch auch versteckt ein kurzes Gürtelmesser, das gar nicht zum Falten ist, unter der Kleidung tragen kann, wo man noch schneller als mit jedem Messer, das man erst aufklappen muss, und wenn es noch so schnell geht, jemanden erstechen kann. Ah, ich verstehe das nicht. Also, vielen, 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 vielen Dank natürlich an dieser Stelle. Also, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Ach ja, und was ich vergessen habe, ist, da ist natürlich wieder so eine True Utility Box dabei. Die sind ziemlich gut wasserdicht. Vielleicht sollte man jetzt nicht damit tauchen gehen. Ich habe da schon ein paar von. Unter anderem bewahre ich da eine Portion Porridge drin auf. Wenn immer das nächste Mal ich auf die Idee komme, eine Portion Porridge zu brauchen. Sinn und Zweck des Ganzen war, weil ich mir da ursprünglich noch Zucker und Zimt direkt dazu machen wollte, damit ich nicht extra noch ein Zucker-Zimt-Gefäß zu meinem Porridge-Gefäß mitschleppen muss und dann alles ready to mampf quasi habe. 150 Milliliter hier drauf kippen, also Wasser, und gut umrühren und ein bisschen ziehen lassen. Und es reicht übrigens auch heißes Wasser. Ich habe es ausprobiert, es muss noch nicht mal kochen. Man kann da also auch Brennstoff sparen, wenn man so 70 Grad heißes Wasser nimmt oder irgendwie sowas. Und ganz kurz ziehen lassen, dann ist das schon in Ordnung, dann kann man das schon essen. Mal gucken. Ja, also vielen Dank und ich bin gespannt, was das Ding so kann, aber wirklich so als wirkliches EDC-Messer. Vor allen Dingen praktisch für mich ist halt eben diese Karabiner-Sache, wenn ich dann mal doch eine Hose ohne Gürtel anhabe. Diese Schlaufen, wo man den Gürtel reinmachen kann, den haben sie ja alle. Ihr wisst, was ich meine. Ich muss jetzt nicht extra aufstehen. Jedenfalls, da kann ich das auch dann super brauchen, mal so ein Messer, was ich auf diesem Wege dann ganz gut befestigen kann. Ich glaube, ich habe sonst noch kein Messer, das einen eingebauten kleinen Karabiner hat. Glaube nicht. Also wenn, dann nur Schrott. Also kein gescheites. Na doch, das ist cool. Also nochmal, Dankeschön. Und jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alles dazu gesagt, was mir einfällt. Dann kommen wir zum zweiten Päckle. Da hat Gott sei Dank die Päckchen schickende Person, ich will ja wie immer Namen vermeiden, darauf hingewiesen, weil sonst hätten wir jetzt auch ein Problem miteinander gekriegt. Es handelt sich nämlich auch um jemanden, der schon Patron bei mir ist. Und deswegen brauche ich da nicht auch noch was geschenkt. Also grundsätzlich, nein, nicht. So, um das mal klarzustellen. Aber er hatte wohl trotzdem das Bedürfnis und dankenswerterweise hat er mir noch dazu geschrieben, damit ich ihn nicht für wahnsinnig erkläre, dass sich all der Kram um gebrauchtes Material handelt. Mal kurz was trinken. Sprich, das war entweder übrig oder schon mal im Einsatz oder wurde ausgemistet. Und das ist natürlich dann jetzt eine Situation, mit der ich ganz gut leben kann, ohne vor Scham im Boden zu versinken. In dem Fall bin ich sehr, 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 sehr gerne die Resterampe. Kann man jetzt so auch nicht sagen. Das sollte jetzt auch mehr ein Gag sein. Ich fühle mich auch ganz, ganz, ganz überhaupt nicht als solche. Da sind ganz tolle Sächelchen dabei. Ich mag ohnehin gebrauchte Dinge. Grundsätzlich finde ich gebrauchtes Zeug immer toll. Wenn es irgendwas Gebrauch gibt, dann es sei denn jetzt so Technikkrempel und so weiter und so fort. Das jetzt nicht so. Aber so Ausrüstungsgegenstände, Sachen, die eigentlich sich bei ordnungsgemäßem Gebrauch überhaupt nicht abnutzen. Becher. Ein guter Rucksack, der hält ja auch ewig, wenn man den keinen Unsinn mit anstellt. Zum Beispiel, ne? Da bin ich echt ein Freund von gebrauchten Dingen und deswegen finde ich auch das jetzt hier so auf diesem Wege dann doch auch verträglich und freue mich drüber und die Freude überwiegt das schlechte Gewissen, dass ich nichts hätte haben wollen. Definitiv, ja. Und ich fange mal so, ich hab's hier mal lustig verpäckelt. Es kam natürlich im Paket, aber da hier was zum Verpäckeln dabei war, habe ich gedacht, das kann ich ja gleich nutzen und verpäckle mir das lustig und verpacke es mir auf zwei Einzelteile. Lediglich eine Sache hat dann nicht mehr in die anderen Sachen reingepasst. Tada!
Ich glaube, das mit der Dose hat, mit der Dosenvorliebe meiner Person hat sich inzwischen rumgesprochen, oder? Apropos, ich hatte ja, glaube beim letzten, war das letzte Dunkin'-Dosen-Video? Nee, das war das mit dem Messer. Das davor war das Dunkin'-Dosen-Video. Da hatte ich ja darauf hingewiesen, da hatte ich Currywurst bekommen. So, und ich habe an Weihnachten, am Heiligabend, meinen üblichen Weihnachtsspaziergang gemacht, den mache ich immer. Und ich habe mein übliches Weihnachtsfeuer gemacht, das mache ich auch immer. Und habe mir dieses Jahr eine Dose Currywurst auf meinem entsprechenden Weihnachtsfeuer zubereitet. Das macht das Weihnachtsfeuer doch etwas gehaltvoller als ein reines Feuer um des Feuer willens, was es normalerweise die Jahre davor gewesen ist. Und deswegen, nur damit der Dosenschenkende weiß, wo die erste, also die zweite, die Frosch-Krötenbeine-Dose hatte ich ja schon anderweitig verwertet, aber die zweite Dose, wo die abgeblieben ist, ne? Und hier handelt es sich um Ravioli mit Gemüsefüllung in Tomatensoße. Prima. Kommt ins Vorratsregal, kann ich auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Jetzt gerade über die vielen Feiertage ist mein Vorratsregal nämlich ein wenig genutzt worden. Und deswegen bin ich gar nicht böse, wenn da noch was drin landet. Gut, jetzt mache ich mal irgendwo weiter. Das hier ist schön, das kannte ich auch noch nicht. Das sind wohl so spezielle Outdoor-Anzünderle. Und wie sehen die aus? Ich vermute, Karl-Wahrlich GmbH. Aha. Moment, da steht ja noch was drauf. Flammax Outdoor sind wasserresistente und nicht toxische Sticks für die sehr einfache und praktische Feuerentfachung. Die Sticks eignen sich ideal für den gesamten Outdoor-Bereich, zum Beispiel Wandern, Camping, Segeln. Natürlich kann auch Grill, Ofen und Kaminfeuer damit anzünden. Nehmen Sie einen Anzünder aus und hier ist jetzt ein Aufkleberle drauf. Naja, jetzt werden wir nie erfahren, wie man die Dinge anwendet, wenn ich nicht den Aufkleber abbekomme. Oh doch, es gelingt mir. Es gelingt mir. Nehmen Sie einen Anzünder aus der Packung und zünden Sie ihn vorsichtig an. Die Anzündhilfe muss vor dem Auflegen des Grillguts vollständig verbraucht und der Barbecue-Brennstoff mit der Ascheschicht bedeckt sein. Grillen in geschlossenen Räumen setzt den Rauchabzug voraus. Kleinkinder sind vom Grill fernzuhalten. Ups. Verdammt, das hättest du vorher lesen sollen, bevor du es mir geschickt hast. Vorsicht! Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden. Wieso denn nicht? Entsprechend der europäischen Norm für Anzündhilfen verwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern, schon wieder. Gelangen bei Verschlucken, das ist wichtig, sofort ärztlichen Rat einholen. Verpackungen und Etiketten vorzeigen. Von Zündquellen fernhalten. Wie soll man es denn dann anzünden? Ja, das kann nicht funktionieren. ja, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage. Also die finde ich relativ cool, die Teile. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Es sieht aus wie ein Kunststoff. Ich glaube, es wäre wirklich gut, das von Kindern fernzuhalten. Es sieht nämlich auch aus, als könnte man es essen. Und es wäre irgendwas Süßkramtechnisches. Das soll ich mal probieren. Ich glaube lieber nicht. Bei Verschlucken soll man ja bekanntlich ärztlichen Rat hinzuziehen. Steht hier eigentlich noch was Interessantes? Das Ganze nochmal in Englisch. Steht aber nicht dabei, woraus die jetzt genau bestehen. Gut, ist ja auch nicht. Und der grüne Punkt. Den grünen Punkt hat es auch. Also ich bin gespannt, ich werde die bei der nächsten Feueraktion auf jeden Fall ausprobieren. Machen ja schon mal einen sehr hochwertigen Eindruck. Vor allen Dingen, das Schöne bei den Dingern ist, die sind, glaube ich, ziemlich wasserfest. Ja, steht auch nochmal drauf. Kann man sich, glaube ich, super auch noch so an ein oder anderen in das ein oder andere EDC-Döslein, Päckchen, etc. reinpacken. Und ich sage jetzt absichtlich Päcklein. Dazu kommen wir dann nachher noch. Das hier ist übrigens der dazugehörige Schrieb, den ich sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen habe, der auch relativ lang ist. Also auch dafür vielen, vielen herzlichen Dank nochmal. Und danke fürs Danke. Das ist ja ein immerwährender Kreislauf, ne? Ihr sagt Danke und ich sage Danke, dass ihr Danke sagt. Dann sagt ihr, nein, ich habe zu danken. Und dann sage ich, nein, ich. Und immer so weiter.
Ich mag das. Also bis zu einem gewissen Grad finde ich das sehr unterhaltsam. Ist schon vorgekommen. So, jetzt haben wir Kiespan. Das ist hervorragend, weil neulich hatte ich mal wieder welchen verbraucht und mich gefragt, so langsam könnte ich mal wieder brauchen. Also das ist ja wirklich toll, dass ich immer Kiespan von Leuten bekomme, die das Glück haben, wo zu wohnen, wo dieses Zeug halt eben gut zu finden ist. Ich hatte auch noch versprochen, dass ich mal demnächst noch ein Kienspan-Video mal mache. Dafür muss ich dann halt leider wohin, wo ich erstmal den Haufen Kiefern finde. Und ob ich dann an der Stelle jetzt speziell Kienspan finde, das ist nochmal so eine andere Frage. Also nachdem ich länger über das Phänomen nachgedacht habe, ich mache nochmal irgendwann so ein Video. Ich kann nur echt noch nicht genau sagen, wann es dazu mal kommt. Spätestens, wenn ich wirklich mal in so einer richtig kienspanreichen Region unterwegs bin oder mich mal hoffentlich mal wieder in Berlin rumtreibe oder um Berlin herum. Ich mag Berlin. Was halt von mir aus gesehen wirklich echt weit weg ist. Ja, dann spätestens dann werde ich gucken, dass ich mal irgendwo in den Wald komme, in dem ich hoffe, Kienspan zu finden. Und ja. Das Problem ist halt, wenn man dann mal in Berlin ist, so will ich nicht mit dem Auto fahren, auch schon allein aus Klimaschutzgründen, dann ist es halt dann wieder vor Ort schwierig, mobil zu sein. Aber ich habe ja neuerdings ein Klapprad, was heißt neuerdings, und dann werde ich bei meinem nächsten Städtetrip, den ich mache, hin und wieder muss das auch mal sein, einfach mein Klapprad mitnehmen und dann kann ich auch mal rausfahren aus der Stadt in den nächsten Wald. Und ja, der Ben hat entsprechende Pläne. Ansonsten, der wirkt sehr, 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 sehr schön und entspannt. Da sind so ein paar wirkliche Muster. Oh, Musterstückchen dabei, besonders der hier. Das sieht schön aus. Und ja, ganz toll. Prima, prima. Also vielen Dank, Kienspan. Kommt wie gerufen. Also ich habe schon noch welchen. Und das heißt jetzt nicht, dass mir jetzt jeder Kienspan schicken muss. So ist das nicht. Aber so, jetzt ist der Vorrat wieder vollkommen zufriedenstellend. Eine Tüte. Kommt in meine Tütensammlung. Ich schmeiße ja Tüten generell nicht weg. Die werden alle aufgehoben. Das habe ich von meiner Oma gelernt. Die hatte immer irgendwelche alle möglichen Tüten. Jetzt sogar die Brottüten, also die Papiertüten vom Brot, hat sie auch immer aufgehoben. So, Esbit. Hervorragendst, weil ich habe keins mehr von den kleinen. So, und jetzt noch die große Freude, eine Tasse. Also inzwischen habe ich auch mit der Camperbox, die ich da neulich mal bekommen habe, also das, was auch neulich im Wald im Einsatz war, jede Menge Tassenmaterialien. Aber mir fehlen immer noch, also haben gefehlt, haben gefehlt. Nicht fehlen, wichtig. Haben gefehlt Metalltassen, die man halt auch eben entsprechend auf was Brennendes draufstellen kann, damit dann halt eben der Inhalt da drin auch warm wird. Das ist eine super einfache, ich vermute Relax. Wenn ich das noch richtig lesen kann hier. Edelstahltasse. Was wird da reingehen? 300 Milliliter so ungefähr, schätze ich. Sehr schön finde ich diesen Griff. Der macht einen richtig schönen soliden Eindruck. Lässt sich schön einklappen. Tolle Sache. Ich weiß nicht, ob das irgendeiner dieser klassischen Becher, die fast jeder ist, hat. Aber das Tolle ist jetzt, was ich bisher auch noch nicht hatte, für irgendeine Tasse war ein Deckel. Und die hier comes with Deckel. Ne? Also anders als ich. Hat die ihren passenden Deckel schon gefunden? Witz. Nein. Der Deckel ist natürlich toll. Der Deckel, und das finde ich richtig, richtig gut, wenn man den mit Schmackes draufdrückt, dann sitzt der auch richtig feste. Da musste. Kriegst du nicht mal mit Gewalt wieder ab. Da muss dann schon wirklich irgendein Werkzeug hin und hier am Rande rumfriemeln, damit man das dann wieder abbekommt. Und das ist natürlich großartig. Ne, das ist jetzt in keinem Fall ein Bug, das ist ein Feature. Also für die Leute, die auch mal ein bisschen zocken unter uns, die mit diesem Spruch was anfangen können. Weil dann kann man nämlich da auch irgendwelches Zeugs wirklich schön drin aufbewahren, den Deckel drauf machen und das bleibt drin. Das ist momentan nämlich mein großes Problem mit meiner Titantasse. Was heißt momentan? Das war schon immer ein Problem mit meiner Titantasse. Ich habe nicht gemerkt, dass es mich genervt hat, bis ich jetzt rausfinde, dass es auch anders geht, weil die Tasse, da machst du halt Zeug rein und dann fliegt es unterwegs auch raus. Ne? Hast du keine Chance, das Ding außer für was anderes als Socken als vernünftiges Behältnis zu nutzen. Und so habe ich quasi jetzt ein kleines Kleinteilbehältnis, vorausgesetzt genügend Kleinteile, damit nichts scheppert, weil dann werde ich wahnsinnig, zum Kleinteiltransport und zum Raustrinken. Also das ist also ha, toll. Also da freue ich mich. Das kann ich ganz, ganz, ganz hervorragend gebrauchen. Ich muss dann nachher nochmal testen, ob der Deckel auf meine Titantasse passt. Die ist aber zu weit weg und ich müsste aufstehen. So, ich glaube, jetzt haben wir. Ja,
Jetzt sind wir dann bei dieser schönen Tasche hier angekommen. Diese Tasche, das ist irgendwas Maxpedition-artiges. Ja, Maxpedition steht drauf, wie das Ding jetzt genau heißt. Keine Ahnung, ist mir auch Schnurz. Jedenfalls haben ganz viele Leute diese Tasche quasi zu ihrer EDC-Tasche umfunktioniert, die so in den Rucksack zu schmeißen ist, wo dann die Dinge, die man halt eben so braucht, dann immer drin sind. Und das Sinn und Zweck des Ganzen ist halt, dass man die dann einfach in einen anderen Rucksack quasi sofort umsetzen kann, oder man kann sie sich so wohl auch theoretisch an den Gürtel hängen. Wobei ich sagen muss, ich vermisse bei diesem Täschchen, nicht, dass ich mich jetzt darüber nicht freue, ne? Aber so ganz grundsätzlich fände ich diese Tasche von ihrem Grundkonzeption her noch praktischer, wenn die hier hinten noch in irgendeiner Form eine Gürtelschlaufe oder wenigstens ein Molle-System oder irgend sowas aufweisen würde. Ein Baumwollsäckchen, da war auch was drin. Kommen wir noch zu. Dann hier, das ist was ganz Interessantes. Das hat er mir mitgeschickt, damit ich meiner Frau auch was andrehen kann, beziehungsweise damit die Gattin auch zufriedengestellt wird. Grundsätzlich eine Strategie, die ich sehr gutheißen und nachvollziehen kann, muss ich sagen. Ne? Aktuell hatte ich gerade jetzt nichts griffbereit, ein Wesen griffbereit, dem ich das hier andrehen könnte, aber eigentlich hatte ich vor, mir irgendwann mal wieder sowas zuzulegen. Oh Gott, wie das klingt, wenn mir das vergönnt ist, dass es dazu nochmal kommt. Und in diesem Fall werde ich sofort dieses Messer zücken und als allererstes das mal weitergeben und dann wahrscheinlich ewig Single bleiben. Nein, nein. Also die Idee finde ich cool und dieses Ding hier mag ich ehrlich gesagt auch gerne, mal abgesehen von der Farbe. Ansonsten ist es echt ein cooles Messerchen irgendwie. Also gerade wieder jetzt mal für die Messersammlung. Man ist ja dann schon mal hin und wieder mit einer Frau im Wald und die hat ja generell kein Messer dabei. Ne? Selbst meine beste Freundin, die Soldatin, die ich schon hier und da mal kurz erwähnt hatte, selbst die hat nie ein Messer dabei. Also im Dienst schon, aber zivil dann nicht. Und ja. Ja, also auch für solche Zwecke kann ich das dann prima gebrauchen. Das ist durchaus, wird durchaus Verwendung finden. Auch cool finde ich hier einfach hier als Damenmesser dieser etwas überzogene Backlock-Verschluss, wo man draufdrücken kann, ohne sich die zarten Fingerchen kaputt zu machen. Oh, für den Spruch kriege ich wieder aufs Maul. Ich höre schon auf. Okay. Dann eben jetzt hier nochmal die etwas jungfräulichere Maxpedition-Tasche. Ich habe mir auch schon so ein paar Gedanken gemacht, was ich da so alles reinpacke. Das werde ich gleich im Anschluss an dieses Video vielleicht auch gleich tun. Vielleicht mache ich da auch noch ein kleines kurzes Videochen draus. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Also, ich habe immer gedacht, braucht man das nicht? Damals, als ich die Videos dazu geguckt habe, war ich schon der Meinung, braucht man eigentlich nicht. Aber inzwischen, da ich ja jetzt meinen Rucksack überquillen von lustigen Kleinteilen habe, ist das, glaube ich, wirklich jetzt eine richtig sinnvolle Ergänzung, dass ich die lustigen Kleinteile, die in meinem Rucksack vor sich hin quillen, einfach jetzt mal hier da reinstopfe, dann da diesbezüglich ein bisschen Ordnung habe und das nicht wirklich massenhaft Kleinkram unten im Rucksack rumfliegt. Grundsätzlich mag ich ja Rucksäcke, die einfach nur ein Sack sind, wo man alles Lose reinschmeißt, aber wenn es dann wirklich viel Kleinkram wird, packe ich mir den schon gerne in so einzelne Beutelchen und so weiter und so fort. Jetzt möchte ich da aber auch kein Beutelchen unten reinschmeißen und deswegen kommt dieses Ding hier ins Spiel und ich glaube, für so einen Zweck ist das wirklich richtig, richtig gut geeignet. Bin mir noch unschlüssig, was ich hier vorne reinmachen soll. Peking Tempo Taschentücher hatte, glaube ich, irgendwer. Ich muss noch mal diese ganzen amerikanischen Videos, was man in diese Tasche reinpacken kann, angucken. So, das Schöne ist, die passt auch noch ziemlich vollgestopft, geht die auch noch zu und da passt wirklich erstaunlich viel Zeugs rein. Hat einen durchgehenden Reißverschluss und was ich hier jetzt drin habe, ist auch alles Kram, den ich jetzt im Rahmen des Paketes, des aktuellen, geschenkt bekommen habe. Und zwar ein, das wusste ich auch nicht, dass es das gibt, ein rundes Feuerzeug mit einem schönen Spruch. Ein Scheiß muss ich. Das kommt mir durchaus entgegen. Wobei ich schon sagen muss, dieser Spruch ist sicherlich schon recht universell und wird vielen Leuten zusagen. Ne? Jedenfalls funktioniert und ist nachfüllbar.
Also das Ding ist cool. Ich glaube, ich habe gar kein Mehrweg-Gasfeuerzeug da, außer theoretisch habe ich noch so ein Teil. Das soll wohl theoretisch auch Mehrweg sein. Ob das wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Lustig ist das Ding jedenfalls. Aber das, ja, das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Doch, 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 doch. Vor allen Dingen passt das halt wirklich ganz hervorragend, ne? Hier rein. Also das hatte ich jetzt an diese Stelle hier geklebt und ich glaube, da werde ich das auch einfach lassen. Das ist so ein guter Aufbewahrungsort für dieses Feuerzeugchen. Das finde ich sehr raffiniert. So, hier ist mir bei diesem Ding, wo ich erstmal rumgerätselt habe, was ist das eigentlich, ist mir hier vorne leider schon das Oberteil abgegangen. Man kann es auch wieder dran setzen. Es sitzt allerdings jetzt nicht so stabil. Ich würde es jetzt für meinen Geschmack weglassen, aber da war noch so ein kleiner Lampenkopf drauf. Die Leuchtkraft war allerdings ein bisschen bescheiden und deswegen habe ich gedacht, ja gut, ich sage, dass es das noch dabei war, aber groß benutzen muss ich das ehrlich gesagt dann nicht. Da habe ich andere Lampenalternativen. Aber hier auf der Rückseite, ich habe zuerst gedacht, das wäre das Batteriefach, ne, weil da vorne der Lampenkopf halt eben saß, ist auch wieder ein Feuerzeug und zwar so ein schönes Jet Flame Feuerzeug und auch das ist wieder auffüllbar. Hier unten sitzt das Ventil. Sehr coole Sache. Davon kann ich definitiv noch eins brauchen, weil das Einzige, was ich bisher habe in dieser Richtung, ist halt eben dieses Ding. Auch lustig, aber das ist kleiner verpackbar vor allen Dingen. Also prima, prima. Vielen Dank. Und dann haben wir hier noch ein frittiertes Opinel. Ich weiß selbstverständlich, dass man die frittieren kann, damit sie dann entsprechend relativ wasserunempfindlich werden. Das Problem bei den Opinels, für diejenigen, die das nicht wissen, die drei, die es da vielleicht noch gibt, wenn die nass werden mit dem Holzgriff, dann quillt das auf, weil die Zellen im Holz über die längere Zeit irgendwann ein bisschen zusammenschrumpfen, weil sie halt eben trocknen und es möglich ist, dass wenn sie dann wieder Wasser aufnehmen, sie sich ein bisschen ausdehnen. Das heißt, das Ding dehnt sich auch aus in in der Ritze, in der die Klinge liegt. Und die Klinge wird dann quasi eingeklemmt. Und das kann so weit gehen, dass man das ganze Messer gar nicht mehr aufbekommt. Insbesondere hier oben im Scharnier, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ist es ein Hauptproblem, dass man dann wirklich die Klinge nicht mehr so richtig rausbekommt. Ich weiß nicht, was du mit diesem Messer gemacht hast, dass das noch so jungfräulich aussieht. Also meine Opinel-Carbons sehen anders aus. Das wird dann wahrscheinlich bei mir auch nicht allzu lange dauern, bis das auch so aussieht. Das Coole ist jetzt, das ist ein Nummer 9er. Ich habe noch keinen Nummer 9er. Ich habe einen 7er, ich habe einen 8er. Ich habe nochmal so ein ganz, ganz kleines. Also nicht das Schlüsselanhänger-Ding, das man nicht addieren kann, sondern das nächstgrößere. Also das zweitkleinste, das es überhaupt gibt. Dann habe ich natürlich diverse 12er. Und 9er hatte ich noch nicht. 10er brauche ich irgendwann nochmal. Nein! Bloß nicht. Also das ist auf jeden Fall cool, auch für meine Opinel-Sammlung und mein Opinel-Museum, auch weil ich jetzt halt mal ein schön frittiertes Opinel habe. Ich habe ja nie das Bedürfnis gehabt, diesen Frittiervorgang selber durchzuführen, weil einfach schlicht und ergreifend in der fehlenden Fritteuse liegt. Ja, man kann das auch im Topf machen, aber das war mir dann auch einfach irgendwie zu viel Sauerei und da war ich jetzt nicht so scharf drauf. Sehr, sehr, sehr cool. Entsprechend die gute Opinel-Klinge, entsprechend scharf, entsprechend toll für die Anwendung und da freue ich mich schon drauf, mit dem Ding ein bisschen zu schnitzen. Auch eine sehr schöne Größe, dieses Neuner. Also das gefällt mir von der Größe ausgesprochen gut. Passt auch, ich glaube, von allen Opinels so jetzt vom reinen Handgefühl her, bei mir am besten in die Hand. Das kann ich auch noch prima brauchen. Ja, und jetzt nochmal kurz die Tasche an sich. Hier gibt es noch so ein Dingens, wo man sich ein Schlüsselchen reinhängen kann. Das werde ich nicht machen, den will ich ja nicht im Rucksack rumliegen haben, sondern in der Hosentasche transportiere ich den standardmäßig. Aber vielleicht kann man sich auch irgendwas anderes an den Karabiner dranhängen. Oh, hoppa! Na, so ein Zufall! Das war nämlich auch meine Überlegung, als ich dann das hier bekommen habe und dann schon überlegt hatte, was ich hier reinmache. Und ich denke, das ist wirklich so die ideale Befestigungsmöglichkeit. Also gut, es ist ein bisschen Fummelerei, aber das macht ja nichts für eben dieses Messer. Das könnte man sich natürlich auch da vorne in so ein Schlaufending reinstecken. Aber ich glaube, so kommt das nochmal cooler. Dann habe ich in diesen Schlaufendingern auch mehr Platz und kann mir hier hinten vielleicht in so ein hinteres Täschchen, ja, weiß ich noch nicht. Ich mache mir da noch meine Gedanken. Aber so finde ich das schon mal ganz cool, muss ich sagen. Irgendwie. Ob ich das jetzt wirklich dabei belasse, aber es ist eine Option und eine lustige.
und dann großes Erstaunen, weil ich dachte, ich habe im Bereich der Falthobos mit der Buschbox alles gesehen und dachte, das sei der einzige Falthobo, den es überhaupt gibt. Und da war ich wohl auf dem Holzweg, weil das hier ist auch ein Falthobo und der hat jetzt allein schon mal diese eine praktische Funktion. Kriegt man vielleicht bei der Buschbox auch irgendwie hin, wenn man es mal versuchen würde. Weiß ich nicht, aber bestimmt nicht so schön, dass die Teile durchaus miteinander kombinierbar sind und man kann nichts verlieren, weil ich suche immer mal wieder meine Grillauflagen, also meine Topfstege, Topfauflagenstege für meine Buschbox. Die suche ich eigentlich durchgehend. Ich finde sie bisher immer wieder, aber ich bin da gerne mal zwischendurch am Suchen. Und ja, hat er mir halt dankenswerterweise so ein Ringelchen hier dazu gemacht, mit dem man sämtliche Einzelteile miteinander kombinieren kann. Und das Tolle ist, dieses Teil hat bloß 4 Teile insgesamt. Also selbst wenn man jetzt nicht diesen Ring hier dabei hat, selbst dann sind es nur 4 Teile, nämlich das, was jetzt am Boden liegt. Jetzt muss ich mich bücken, Mist. So. Da ist es wieder. Dazu kommen wir gleich. Dieses Ding. Das ist ein Bilderrahmen. Dieses Ding. Das sollte relativ eindeutig sein. Und das hier. Und jetzt. Ta-ta-ta-ta. Der hat also quasi so Scharniere, wie man sie von den größeren Buschboxen kennt. Dass das natürlich auch bei was Kleinerem möglich ist. Auf die Idee hätte ich eigentlich kommen können. Habe aber nie groß drüber nachgedacht. So. Und jetzt baut man das wohl auf, indem man quasi hier dieses Ding nimmt und da einsetzt und dann das ganze Teil drumherum zusammenfaltet. Zack. Und jetzt ist hier ein so ein Ding, da fehlt jetzt natürlich der Stift in dem Scharnierteil. Ist das das? Ja, das ist das. Und das ist dieses Teil. Ne? Und wenn man dieses Teil jetzt da reinfriemelt, was auch relativ schnell geht, dann hat man halt eben doch auch nochmal in kürzerer Zeit, als das bei dem Steckhobo Buschbox der Fall ist, dieses Ding auch schon so weit einsatzbereit, dass man, das könnt ihr jetzt nicht sehen, es hinstellen kann und könnte das jetzt schon befeuern. So, und jetzt habe ich mich gefragt, wie verwendet man jetzt dieses Ding genau? Und ich habe gesehen, hier ist noch ein Schlitz, da ist noch ein Schlitz. Das heißt, man kann das da bestimmt irgendwie einsetzen, das geht auch. Auch wenn das Kleiwagen mit Ben-Motorik einen Moment dauert. So, jetzt. Und dann hat man hier, vermute ich mal schwer, dass das ein Einsatz für ein Trangia ist. Jetzt muss ich doch aufstehen. Jetzt stehe ich mal kurz auf. Und das Rätsels Lösung. Wenn das da jetzt reinpasst, dann ja, passt rein. Passt nur bis zu einer gewissen Tiefe rein. Das ist aber nicht unbedingt weiter schlimm, weil nicht, dass ich jetzt diesen Hobo plötzlich nicht mehr mag, aber wohl mit Gewalt geht's. Zu viel Gewalt will ich jetzt auch nicht anwenden. Also ja, mit Gewalt wird es wahrscheinlich gehen, das Ding dann da tiefer reinzukriegen. Weil wenn sie so weit rausguckt, kann man da nichts mehr draufstellen, weil es dann direkt auf dem Trangia stehen würde und das geht nicht. Dann geht er nämlich aus, dann kriegt er keine Luft mehr. Das müsste also schon noch tiefer rein und ich teste das mal schnell. Muss leider sagen, was heißt leider, das stört mich überhaupt nicht, weil man kann den ja genauso gut hier unten reinschmeißen. Also das braucht man also nicht zwingend, dass der Trangia hier reinpasst. Ich hätte jetzt halt nur gedacht, dass das jetzt zufällig eben das Format vom Trangia hat. Aber der Original Trangia, der passt da jedenfalls nur mit Gewalt ganz rein. Und ich weiß nicht, ob man dann nochmal rausbekommt. Das möchte ich ehrlich gesagt gar nicht ausprobieren. Würde ich also sein lassen. So, man kann das Ding aber auch, weil, ich glaube, hier kann man es sehen. Ja, das ist hier nämlich noch so schön ein bisschen gebogen. Und deswegen kann man das da auch ganz hervorragend so rum. Nee, schon so rum. Jedenfalls kann man es deswegen da ganz gut drauflegen, oben drauf. Und hat dann damit eben auch die Auflage für die Tasse. Ich vermute mal, das ist so gedacht, dass man dann hier jetzt das Tesselchen dann draufstellen kann. Vermute ich. Das müsste von der Belüftung her eigentlich funktionieren. Ich bin gespannt, das mal auszuprobieren. Mit S-Bit sollte das auch problemlos
möglich sein. Gut, da ist das S-Bit halt ein bisschen weit weg von der Tasche, aber das wäre jetzt auch kein Problem, das funktioniert trotzdem. Ein Bodenblech gibt es nicht. Das halte ich auch für nicht zwingend erforderlich. Das Ganze ist sehr, 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 sehr leicht. Ich kann ja mal kurz meine nicht so besonders exakte Waage nehmen. Aber mal testen können wir ja mal. Oh ja, das ist ja leicht. 190 Gramm. Also das finde ich sehr in Ordnung, zumal mir das schon Alu zu sein scheint, oder? Ist das Edelstahl? Nee, das scheint mir sehr Alu zu sein. Ja, also cooles Ding. Mal echt eine Alternative. Wieder ein Hobo mehr im Hobo-Portfolio. Mein Hobo-Portfolio ist ja gar nicht mal so groß. Und ich bin gespannt, was der so kann. Das war's. Jetzt sind wir durch. Und ich habe auch echt schon genug gelabert jetzt, finde ich. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Und jetzt bin ich gespannt, mir mal zu überlegen, was ich hier jetzt so alles reinmache. Ich gucke auch mal, was noch im Rucksack drin liegt. Und anhand dessen, was drin liegt, kommt dann hier eben auch wieder das, was drin liegt, nach Möglichkeit rein. Das wäre jetzt so die Grundidee. Und halt dieses Feuerzeug. Wo ist es? Da ist es. Mal schauen. Mal schauen. Dankeschön. Also, und auch natürlich nochmal, weil das nicht untergeht, Dankeschön für dieses Messerchen hier. Das ist also auch durchaus tolles Ding. Macht's gut.